So Leute, gerne würde ich Train Sim World 4 spielen, aber das Spiel sieht einfach schrecklich aus. Willkommen in Lindau, die regionale Kulturtour befindet sich in der Nähe. Fahren Sie in Zug nach Österreich und erfahren Sie mehr über die Region. Soll ich mit dem Typ hier quatschen? Was der sagt, ist relativ irrelevant. Naja, der Bahnhof Lindau-Insel ist ein Grenzbahnhof zwischen Deutschland und Österreich. Er wurde zuerst am 1. September 1853 gebaut, doch die Strecke nach Bludenz sollte erst am 14. Dezember 1954 elektrifiziert werden. Und das ist ein Kopfbahnhof, wie ihr hier seht. Ja, das Spiel sieht schrecklich aus. Ich habe es jetzt mal irgendwie eingestellt, stundenlang, so dass man sich's einigermaßen ansehen kann. Ich kann euch das auch gern mal kurz zeigen. Mein PC scheint wirklich zu schlecht zu sein. Bildschirmauflösung, Fenstermodus, Grafikvoreinstellungen. Und dann habe ich in den erweiterten Einstellungen noch Folgendes vorgenommen. Ich habe die FPS minimiert, Verschiedenes mit dem Anti-Aliasing ausprobiert und so weiter. Habe die Bildschirmprozente verändert. Ich hoffe, es ist jetzt spielbar und ich komme damit zumindest mal bis nach Bregenz. Wir fahren also von Lindau in Richtung Bregenz, steigen in den Zug ein, beziehungsweise in die Führerkabine. Oh, Tür können wir auch offen lassen, sitzt eh keiner im Zug. Na, das ist Quatsch, die steigen jetzt erst ein. Machen wir sie halt zu, das ist sicherer. So, wir setzen uns hin und dann geht's los mit dem, ja, Tutorial, kann man sagen. Stellen Sie den Hauptschalter auf aktiv. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Das ist an sich eine schöne Strecke, würde gern das Spiel spielen, aber es ist halt fast unspielbar mit der Grafik. Stecken Sie den Führerbremsventilhebel ein. So, dann soll ich den noch auf Fahrstellung stellen. Türen entriegeln. Ihr seht jetzt oben links, dass die Fahrgäste einsteigen. Dann verriegeln wir die Türen wieder. Das dauert auch wieder einen Moment. Und dann geht's, glaube ich, los. Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Und los geht die Fahrt. Ihr seht das Geflacker hier oben in der Oberleitung. Das habe ich jetzt so weit minimiert, dass ich zumindest nicht direkt einen epileptischen Anfall bekomme. Aber es sieht immer noch schrecklich aus alles. Wie gesagt, wir versuchen jetzt trotzdem mal bis nach Bregenz zu kommen. Und uns dabei halbwegs an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Oben rechts sehen wir, dass wir freie Fahrt haben, dass wir bald 90 fahren dürfen und dass das nächste Signal augenscheinlich auf Rot steht. So, hier ist 50 Max. Nehmen wir mal ein bisschen den Druck vom Kessel. Nee. Das ist ja keine Dampflok. Hier. So, Bregenz, Bahnsteig 4 ist das Ziel. 7 Kilometer.
Man sieht rechts neben dem Tacho auch, dass die Strecke jetzt bergauf geht. Jetzt ist sie wieder eben. Ich nehme an, wir fahren hier am Bodensee entlang. Ich kenne die Strecke nicht so gut und jetzt dürfen wir 90 fahren. Es geht leicht bergab. Noch 6 Kilometer bis Bregenz. Noch 4 Kilometer. So, und jetzt nehmen wir hier mal den Fuß vom Gas. Das sind nämlich nur noch 3 Kilometer. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Haltesignal überfahren. Gut, das war die erste Herausforderung. Ihr seht, es hat keinen Sinn. Das ist schade. Ich werde das Spiel wieder deinstallieren. Hätte mich drauf gefreut, aber wo macht das keinen Sinn von der Grafik her? Abgesehen von meinem Fehler jetzt, der mich zusätzlich frustriert, war es das dann für dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr Tipps habt, wie ich meine Grafik optimieren könnte, immer her damit. Hinterlasst gerne Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.